Hallo und herzlich willkommen hier auf Toffis Kanal. Ja, heute schaue ich mir mal unsere möglichen Taktiken an, die wir eventuell spielen lassen könnten. Nicht wir, die Frank Kramer spielen lassen könnten. Also ich wage mal eine Prognose zu unseren möglichen Spielsystemen und ja, viel Spaß dabei. Wenn ihr meine Videos gesehen habt von unserer Spielervorstellung und von der Vorstellung von Frank Kramer, da habe ich schon ja so ein paar Sachen rausgekramt, was Frank Kramer denn so spielen lässt. Auf jeden Fall eine Viererkette, da können wir uns glaube ich schon mal drauf einstellen, das ist mal klar. Aber er lässt halt eben auch unterschiedliche Spielsysteme spielen, also Viererkette ja, und davor wird es aber dann immer mal spannend. Und das kann dann durchaus unterschiedlich sein. Und ich habe mal ja drei verschiedene Systeme vorbereitet und danach schauen wir noch mal so ein bisschen auf mögliche Abgangskandidaten. Also Transfermarkt ist ja immer noch Bewegung. Und natürlich kommt dann noch mal ein Ausblick auf das mögliche Szenario dann für das morgige Pokalspiel gegen den Bremer SV. So. Hier ist erstmal noch blank die Taktiktafel und das erste System, was ich mir so überlegt habe, ist das 4-2-2-2. Ja, dieses 4-2-2-2 erscheint aktuell das bevorzugte System von Frank Kramer zu sein und das passt auf unsere Spielertypen ziemlich gut, finde ich. Es bietet nämlich unseren Außenverteidigern sehr viel Platz auf den Seiten, gibt der Defensive genug Stabilität in der Mitte durch die zwei defensiven Mittelfeldspieler, die wir dann da am Start haben, Sechser oder Achter, wie man sie auch immer nennen mag, und gibt den beiden offensiven Mittelfeldspielern viele kreative Möglichkeiten, über die Mitte, auch über die Außen, über die Flügel zu kommen und dennoch aber auch hinten mitzuhelfen. Also ich glaube, das ist ein ganz gutes System, was er sich da ausgesucht hat. Wir gucken mal auf die Personalien im Tor. Ich glaube, das brauchen wir nicht lange diskutieren. Endlich mal, sage ich mal, dass das also mal klar ist vor der Saison, dass wir mit Alexander Schwolo in die Runde gehen und damit als Torhüter Nummer 1 klar festgelegt haben, wer das sein wird. Dahinter Ralf Fährmann, eventuell sogar Justin Hekerin, muss man mal gucken, wie sich das so ergibt. Aber auf jeden Fall Alexander Schwolo die klare Nummer 1. Linksverteidigerposition ist, glaube ich, auch klar mit Thomas Ovian besetzt. Da gibt es also, glaube ich, keine zwei Meinungen. Thomas Ovian ist da wirklich ein guter Spieler auf der linken Bahn, hat er ja letzte Saison mehr als eindeutig bewiesen. Dahinter sehe ich dann Kerem Çalhanoğlu aktuell, wobei auch Tobias Mohr das auch spielen könnte auf der linken Seite. Aber im Prinzip Ovian und dahinter dann Çalhanoğlu. Auf der Rechtsverteidigerposition sehe ich momentan zumindest Cedric Brunner vorne, unser Neuzugang, den wir ja seit Anfang der Saison jetzt hier haben, weil Mehmet Aydin momentan noch ein bisschen hinten dran ist, finde ich. Und deswegen würde ich dazu erstmal Cedric Brunner auf der rechten Verteidigerposition sehen. Innenverteidigung ist für mich auf jeden Fall mal klar mit Maya Yoshida besetzt. Ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Und daneben wird es dann spannend. Ich könnte mir da momentan Marcin Kaminski vorstellen. Mittelfristig vielleicht auch sogar Leo Greimel. Da muss ich noch so ein bisschen erstmal noch wieder reinfinden und von seiner Verletzung erholen. Und langfristig sicherlich wahrscheinlich auch Ibrahima Cissé. Ja, warum ich Malik Chaoui nicht berücksichtigt habe oder auch Henning Matriciani und Marius Lode auch nicht berücksichtigt habe. Die sind so ein bisschen aus meiner Sicht hinten dran. Finde ich momentan eben keine Option für die Startelf aktuell. Und man schaut auch nochmal, was auf dem Transfermarkt so passiert. Das müssen wir mal abwarten. Ja, und wie gesagt, Malik Chaoui habe ich eben aus bekannten Gründen eben auch ebenfalls nicht berücksichtigt. Ansonsten, wenn Malik Chaoui uns nicht verlassen sollte, dann würde ich ihn definitiv als zweiten Innenverteidiger neben Maya Yoshida sehen. Aber das muss man mal abwarten. Im defensiven Mittelfeld, da sehe ich Alex Kral neben Daniel Latza. Wie gesagt, ich gucke jetzt nicht auf das morgige Spiel, sondern das ist für mich so generell zu sehen. Wobei natürlich auch Tom Kraus und Florian Flick da sicher ganz, ganz nah dran sind. Also hier haben wir auf jeden Fall vier sehr gute Mittelfeldspieler im defensiven Bereich mit unterschiedlichen Stärken. Und da kann Frank Kramer je nach Spiel und Gegner auch auf jeden Fall gut kombinieren. Das sind gute Voraussetzungen, wenn denn die Spieler alle fit sind. Das ist mal wichtig. In der kreativen Zentrale vorne sehe ich natürlich klar als erste Position Rodrigo Salazar. Ja, und auch Tobias Mohr könnten das spielen. Auch Blendi Idrissi oder auch Dongji können das spielen. Also das ist so, also Salazar sicherlich als erste Option und dann Mohr, Idrissi und Lee sicherlich dahinter. Domme Drexler vielleicht auch noch oder auch Florent Mollier.
Sind aber aktuell, also Drexler und Moyer sind aus meiner Sicht zumindest aktuell noch keine Option jetzt für die Startelf. Wie gesagt, wenn man darüber nachdenkt, für später, für dieses Wochenende, gucken wir mal um was anderes. Als Sturmduo sehe ich auf jeden Fall Terodde und Polter klar dort vorne. Sind zwar ähnlich, aber doch unterschiedliche Spielertypen. Auch Bülter kann das natürlich jederzeit spielen, das ist überhaupt keine Frage. Und hier sind wir aber aus meiner Sicht in der Breite noch ein bisschen zu schwach besetzt. Insbesondere da ja Piringer jetzt verliehen worden oder ja nach Paderborn abgegeben worden ist. Ich vermute mal tatsächlich, dass das auch nur gemacht worden ist, weil Ruven Schröder da wahrscheinlich noch was in der Hinterhand hat. Ansonsten finde ich die Saison mit nur drei Stürmern ein bisschen gewagt. Allerdings ist auch wohl klar, dass in dieser Saison es mehr auf die Defensivarbeit ankommen wird. Ich habe auf jeden Fall auch nochmal kurz da reingeschrieben, im Prinzip, was sind die Vorteile hier. Es gibt, wie gesagt, Platz für die Außenverteidiger. Wir haben eine sehr Kompaktheit in der Mitte durch die beiden Sechser, die wir da haben. Es passt zu den Spielern, die wir haben und die kreativen Möglichkeiten für die beiden offensive Mittelfeldspieler sind deutlich da. Also die können sehr gut ausweichen. Die zweite Variante, die ich mir überlegt habe, ist eine 4-4-2 auf Raute. Könnte ich mir also auch sehr gut vorstellen. Dann eben mit Salazar als klarer 10 vorne in der Zentrale. Dann würde ich dann Tobias Mohr eher nicht dabei sehen, sondern dann kommen eher Tom Kraus und den Letzer auf die Achterposition und die anderen Positionen würden mehr oder weniger so bleiben. Vorteil ist auf jeden Fall nochmal im Vergleich zu der 4-2-2-2. Es ist wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Platz für die guten Außenverteidiger, Ovejan und Brunner, die dann eben gut nach vorne schieben könnten. Nachteil ist natürlich ein bisschen weniger Stabilität in der Mitte, dadurch, dass nur ein defensiver Mittelfeldspieler da wäre. Wobei Kraus und Latzer, die ich auf die Achterposition hier gesetzt habe, die können sich natürlich gut nach hinten fallen lassen. Wir haben aber auf jeden Fall deutlich weniger Kreativität, wenn wir dann eben entsprechend so da aufgestellt sind. Aber es könnte auch ein sehr kompaktes System werden, wenn, wie gesagt, Latzer, Kraus und Kral dort sich im defensiven Mittelfeld, Zentralmittelfeld aufhalten. Aber eben nach vorne wird es dann etwas schwacher. Deswegen habe ich mir auch nochmal das 4-3-3 ausgesucht. Das könnte ich mir also eben auch als Alternative sehr gut vorstellen, mit eben nur einem Stoßstürmer vorne. Auch dieses System, finde ich, passt zu den Spielern, die wir haben, ganz gut. Ist dann eben sicherlich etwas offensiver interpretiert. Flankenbälle auf den zentralen Stürmer, das ist das Thema dann eben. Viel über die Außen, da könnte ich mir Tobias Mohr über links und Marius Bülter auch über rechts vorstellen. Der Rest ist relativ ähnlich. Vorteile ist dann hier, dass wir offensiv ein bisschen stärker aufgestellt sind, ein bisschen variabler sind, weil wir eben über die Außen kommen können. Ein bisschen mehr Platz für Rodrigo Salazar passt auf jeden Fall auch zu unseren Stürmern, dieses Spielsystem, finde ich. Nachteil, es ist halt nur ein Stürmer im Zentrum. Ich bin immer nicht so ein Freund davon, immer nur einen zentralen Stürmer zu haben, weil sich da die Defensive sehr gut darauf einstellen kann. Trotzdem passt dieses System sowohl auf Terodde als auch auf Polter, weil eben beide dieses auch eben spielen können. Es ist aber auf jeden Fall ein großer Nachteil, finde ich. Es ist weniger Platz für unsere beiden starken Außenverteidiger, weil einfach durch Mohr oder durch die beiden offensiven Außen dann quasi einfach der Platz weggenommen wird. Da muss man viel gut zusammenarbeiten, da muss gut hinterlaufen werden, da muss man gucken, wie das passt. Kann aber eben tatsächlich auch eine gute Alternative sein. Ja, Transfermarkt, bevor wir jetzt auf meine Aufstellung für das Spiel gegen den Bremer SV kommen, schauen wir nochmal auf mögliche Abgangskandidaten, denn da wird sich sicherlich noch was tun, da muss ich auch, glaube ich, noch was tun. Leihen oder Transfern müssen wir mal schauen. Unser Kader ist einfach derzeit noch zu groß, das muss man ganz klar sagen, und damit auch einfach zu teuer. Für mich klar als erster Abgangskandidat natürlich Amin Harit. Der ist einfach zu teuer für unsere finanzielle Situation, muss man ganz klar sagen, soll definitiv verkauft werden. Auch möglichst kein Leihgeschäft draus gemacht werden, so habe ich das verstanden. Also es soll auf jeden Fall quasi ein Verkauf angestrebt werden. Interesse ist ja auch da. Es muss man mal gucken, wie sich da Harit auch mit den Gehaltsvorstellungen da so ein bisschen gibt. Aber an sich ist das mal klar. Und dann haben wir Marius Lode, Malik Ciao. Da ist ja auch mal wieder im Gespräch. Marius Lode ist einfach bei uns nie so richtig angekommen, hat sich nie so richtig durchsetzen können. Und Malik Ciao ist einfach auf dem Markt sehr, sehr begehrt. Da kommt sicherlich auf den Preis drauf an. Also ich könnte mir vorstellen, dass einer von den beiden uns noch verlassen wird. Vielleicht sogar auch beide. Wäre natürlich schade. Also ich persönlich würde Malik Ciao sehr, sehr gerne bei uns weitersehen. Das ist auch mal klar. Aber gut, es ist letztendlich, muss man sehen, wie es dann auch passt, wie das Finanzielle auch drumherum passt. Henning Matriciani ist für
für mich auch ein Spieler, der so ein bisschen, ja, ist auch hinten dran halt, ist auf flexibel einsetzbar. Das ist auf jeden Fall das Gute dabei. Der kann hinten im Prinzip alles spielen, Innenverteidigung, rechts und links. Ist aber immer nur auf allen Positionen der Dritte quasi, ne? Also ob ich jetzt links Thomas Ovejan an Çalhanoğlu sehe, könnte dann Martigiani der Dritte sein. Brunner auf der rechten Seite, Aydin der Zweite, Martigiani der Dritte. Und im Innenverteidigung, ja, da haben wir eben mit Kaminski, Yoshida, wer dann momentan noch Lode und Chao auch mit dabei, ist ebenfalls auch nur fünfte, sechste Wahl, ne? Also das ist halt so ein bisschen schwierig. Da könnte ich mir eine Laie gut vorstellen, ne? Auf der einen Seite kannst du den, also falls Matriciani mit seiner Bankposition da zufrieden ist, kannst du den natürlich super gebrauchen, weil er eben sehr flexibel einsetzbar ist. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass er einfach noch ein bisschen Spielpraxis haben möchte und dann eben vielleicht eine Laie vielleicht ansteht. Könnte ich mir vorstellen. Ähnlich sehe ich das bei Kerem Çalhanoğlu und auch bei Blendi Idrissi. Die sind einfach, es sind super Talente, beide. Es sind gute Talente, gute Spieler, brauchen aber beide aus meiner Sicht noch Zeit und Spielpraxis einfach, ja. Ovejan ist links gesetzt, Mohr kann das auf der linken Seite spielen, da wäre eben Çalhanoğlu zweite, dritte Wahl. Also eine Laie wäre vielleicht dort eben eine gute Option. Blendi Idrissi wird je nach System im Mittelfeld auch kaum Spielzeit kriegen. Ja, das Mittelfeld ist gut besetzt. Ich habe vorhin die Sachen schon, die Aufstellung schon gezeigt. Und er braucht einfach auch Spielpraxis. Also für beide wäre vielleicht eine Laie noch eine Option. Für Dominik Drexler gilt im Prinzip was Ähnliches. Der ist momentan auch eher hinten dran. Hat natürlich ebenfalls viel Konkurrenz im Mittelfeld. Und wenn man noch einen Spieler abgeben will, verkaufen will, dann sicherlich eher Dominik Drexler. Obwohl ich ihn tatsächlich gerne auch in der Mannschaft sehen würde. Aber es ist halt, und als, weiß ich nicht, Vierter, Fünfter, Sechster hinten dran sozusagen, ist er dann auch einfach zu teuer und zu schade. Das muss man ganz ehrlich und einfach auch sagen. Aber gut, man muss abwarten, was da passiert. Und deswegen schauen wir jetzt erstmal auf meine Aufstellung für das morgige Pokalspiel. Ich denke, dass Frank Kramer tatsächlich für morgen auch mal so eine 4-3-3-Variante rausholen könnte. Warum? Terode und Latza auf jeden Fall werden wahrscheinlich nicht spielen können wegen muskulärer Probleme. Und selbst wenn sie wieder fit wären, denke ich jetzt mal so, dann würde ich vorsichtig sein und muss jetzt nicht unbedingt gegen den Bremer SV hier ein Risiko eingehen. Deswegen würde ich persönlich Terode und Latza draußen lassen. Damit hätten wir nur einen klassischen Stürmer vorne drin und das wäre dann logischerweise Sebastian Polter. Klar kann Bülter das auch spielen, aber ich würde dann einfach mit Bülter über die linke Seite und Dominik Drexler über die rechte Seite mal spielen, einfach um Drexler auch eine Möglichkeit wieder zu geben, da einfach nochmal sich zu präsentieren und sich zu zeigen. Also ne, vorne Polter, klar, Bülter und Drexler eben über die Außenposition. So würde ich das vorne aufstellen. In der zentralen offensiven Rolle natürlich Rodrigo Salazar, klar. Und dahinter würde ich dann tatsächlich Tom Kraus und Florian Flick aufstellen als Sechser-Achter. Kral könnte aus meiner Sicht noch nicht 100% fit sein. Latz haben wir vorhin gerade schon drüber gesprochen. Und daher würde ich Florian Flick und Tom Kraus einfach der jungen Garde dort mal einfach eine Möglichkeit geben. Und Abwehr würde ich natürlich belassen mit den vier Spielern, die man da momentan vorne sieht, einfach damit die Abwehr sich vernünftig einspielen kann. Ein Tor Alexander Schwolo, glaube ich, würde ich auch nicht anders machen. Und das wäre so meine Aufstellung, die ich für morgen dann mal so an den Start bringen würde. Aber gut, das muss natürlich Frank Kramer entscheiden, aber das wäre so meine Idee auf jeden Fall. Und mein Tipp natürlich für das Spiel Bremer SV gegen Schalke 04, ein 0-4. Also ne, wir würden das Spiel gewinnen, 4-0. Wobei jeder, der mich kennt, weiß, tippen ist nicht eine meiner größten Stärken. Das muss man auch dazu sagen. Ja, das sind mal die Aufstellungen, die ich mal so rausgekramt habe, wie es dann auf dem Platz aussieht. Das wird natürlich Frank Kramer entscheiden, das ist mal logisch. Und ansonsten wünsche ich uns, dass wir morgen ein gutes Spiel zeigen und dass möglichst auch die nächste Pokalrunde erreicht wird. Das ist auch finanziell recht wichtig für uns. Und bis dahin sage ich mal einfach ein herzliches Glück auf. Macht's gut.